50 Jahre Firmengeschichte, 50 Jahre Autohaus Mürzel und damit verbunden auch gleich die Eröffnung des neuen Karosseriezentrums galt es vor wenigen Tagen in Rosenthal zu feiern. Es ist ein Karosseriezentrum für alle Marken. Es werden speziell Karosseriearbeiten durchgeführt mit Versicherungsabwicklung, Fahrzeuglackierungen jeglicher Art. Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, dass die Abläufe in der Firma sehr ökonomisch sind, sprich sehr kurze Wege haben. Deswegen haben wir alles in einer Halle, die Karosserie- und Spenglerarbeiten, die Vorbereitungen zur Lackierung und natürlich die Lackierkabine selbst, wo wir uns jetzt dann da befinden. Die ist speziell ausgerichtet mit einer speziellen Beleuchtung, sodass man wirklich 100% Qualität liefern kann. Gegründet wurde das Unternehmen 1964 von Peter Mürzel Senior, der sich gemeinsam mit seiner Gattin Rosmarie gerne an die letzten 5 Jahrzehnte zurückerinnert. Ja, und zwar die ersten Jubiläen, was wir miteinander gefeiert haben. Ja. 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre und dem jetzt 50 Jahre. Gibt es irgendetwas, was Sie sagen, das hätte ich doch vielleicht anders machen wollen oder haut alles hin? Sind Sie mit allem zufrieden? Ich könnte nicht sagen, wir haben immer zusammengearbeitet oder die Pläne dann zusammen verwirklicht. Mein Mann hat oft die besseren Ideen gehabt, aber dann zum Ausführen, dann hat es eh wieder passt, für mich auch. War die Gattin sehr kritisch also? Ja, sehr streng. Vor allem bei den Zahlen. Sie hat mir immer die Zahlen vorgelegt. Mit der habe ich nichts anfangen können. Das stimmt. 50 Jahre Autohaus Mürzel und in 50 Jahren hoffentlich auch 50 Jahre Karosseriezentrum Mürzel. Wir wünschen viel Erfolg.